Afrika. Ein alter Kontinent voller Geschichten und Mythen. Wild und ursprünglich. Vor vielen Millionen Jahren hatte sich die Landmasse zu teilen begonnen. Die riesigen Kontinentalplatten drifteten auseinander und hinterließen einen tiefen Riss von Nord nach Süd. Der große afrikanische Grabenbruch. Felsenketten erhoben sich schroff über dem berstenden Land und die Tiefen des sich unaufhörlich ausdehnenden Grabens füllten sich mit Wasser. An diesem so lebensfeindlichen Ort soll einem Schöpfungsmythos nach Gott den Menschen erschaffen haben. Zwischen Sintfluten und Wüstenstürmen entstand fruchtbares Land. Die Menschen lernten, wie sie sich als Nomaden und sesshafte Bauern von den Früchten des Bodens ernähren konnten. Es ist ein Land, das Muße fordert. Ein Land der weiten Wege, der Genügsamkeit und der Geduld. Es ist auch das Land der Kinder. Sie sind Freude, Hoffnung und Stolz. Ihnen gilt alle Sorge. Die Menschen errichteten mächtige Kaiserreiche von diesseitigen und jenseitigen Welten. Könige und Heilige hinterließen ihre Spuren. 3000 Jahre Kulturgeschichte zeichnen sich auf Steinen und Mauern ab. Schwer zugängliche Kirchen in Grotten und Felsengewirr, versteckte Klöster in schwindelnden Höhen. Und schließlich die vielen Schriften und Legenden, die sich um Kaiser und Götter, Sündenfall und Erlösung ranken. Gewaltige Tafelberge legen sich in der Landschaft quer wie die standhaften Sockel wuchtiger Säulen, die einst den Himmel trugen. Die Wiege der Menschheit, Äthiopien. Addis Abeba, die heimliche Hauptstadt Afrikas. Jeden Morgen drängen Tausende von Fahrzeugen in die Innenstadt. Von 3 bis 5 Millionen Einwohnern sprechen die Statistiken. Aber wie viele Menschen hier wirklich leben, weiß niemand so genau. Zwischen Wellblechhütten ragen moderne Hochhäuser auf. Das junge Addis ist eine Stadt der schnellen Veränderung. Churchill Road und Muscat Square, Menelik Avenue und Cunningham Street. Das sind die Straßen, an denen sich der Reisende orientieren kann, wenn er die Stadt entdecken will. An der Churchill Road halten Groß- und Kleinbusse, die die Menschen zur Arbeit oder in Schulen und Hochschulen bringen. Äthiopien hat als einziges afrikanisches Land eine eigene Schriftsprache, Amharisch. Die Händler verkaufen zwar auch Englischsprachiges, aber vor allem natürlich Zeitungen in der eigenen Sprache. Überall auf den breiten Bürgersteigen wird Handel getrieben und gewerkelt. Ganz offen bieten kleine Läden die ungewöhnlichsten Produkte an. Eben alles für den täglichen Bedarf. Wer ein Taxi besitzt, kann sich glücklich schätzen. Transportfahrten sind eine besonders gute Einnahmequelle, da sich kaum jemand ein Privatfahrzeug leisten kann.
Straßennamen gibt es zwar in Addis Abeba, aber kein Taxifahrer orientiert sich daran. Eine genaue Beschreibung der Umgebung genügt. Links hinter dem Supermarkt am Präsidentenpalast. Und schon geht die Fahrt los mit einem der geschniegelten blauen Peugeots. Der schwarze Kontinent wandelt sich. Und auch in Addis wird überall gebaut, erneuert und ausgebessert. Mit Wellblech lässt sich fast alles bewerkstelligen. Läden, Lager und Häuser aufstellen, Baulücken ausfüllen und leerstehende Plätze besetzen. Moderne mischt sich verträglich mit Tradition. Addis lebt von der Neugierde der Jungen und den Werten der Alten. Handys sind bei allen beliebt. An jeder Straßenecke ist äthiopische Musik zu hören, oft mit westlichem Einfluss. Die Stadt bietet genügend Freiflächen, um in Gärten und Hinterhöfen Zwiebeln und Knoblauch anzubauen, den die Kinder dann auf der Straße verkaufen. Wenn sie nicht in ihren bunten Uniformen zur Schule gehen müssen. Äthiopiens letzter Kaiser Haile Selassie, der heute noch in Jamaika als Gottkönig Rastafari verehrt wird, war strenggläubiger orthodoxer Christ, wie etwa 40% der äthiopischen Bevölkerung. Der sonntägliche Kirchgang ist in allen Bevölkerungsschichten von großer Bedeutung. Jahrhundertelang war Äthiopien vom europäischen Christentum isoliert und hat sich so eine ursprüngliche jüdisch-christliche Tradition bewahrt. Kirche und Staatswesen waren nicht zu trennen. So zeigt das Denkmal am Arat Kilo den siegreichen Löwen von Juda, das Staatssymbol der alten Kaiserfamilie. An der Churchill Road liegt das Revolutionsdenkmal, ein Relikt aus der kommunistisch-totalitären Regierungszeit unter Mengistu Haile Mariam. Kaiser Haile Selassie verlor seine Macht, weil er den Nahrungsmittelmangel im Land nicht effektiv bekämpfte und alte feudale Strukturen aufrechterhielt. Die Studenten warfen ihm Machtmissbrauch vor und fehlendes Interesse an seinem Volk. Nachdem Mengistu 1974 Selassie gestürzt und sich selbst an die Macht geputscht hatte, sorgte die Sowjetunion dafür, dass Äthiopien ein treuer sozialistischer Vorposten in Afrika wurde. 1990 jedoch, mit dem Ende des Kalten Krieges, mussten die Militärs das Land verlassen. Heute ist Äthiopien eine Bundesrepublik wie Deutschland. Der heftige Regenschauer gibt einen Vorgeschmack auf die große Regenzeit. Einmal im Jahr von Juni bis September. Der Gründungsmythos von Addis Abeba besagt, die neue Hauptstadt sei genau hier erbaut worden, weil Königin Betul 1886 eine nie versiegende heiße Quelle im Tal gefunden habe. Die Königin war es leid, herumzuziehen. Und ihr Mann, König Menelik II., wiederum war klug genug, ihrem Willen nachzugeben. Die Entscheidung erwies sich als richtig. Denn die Kaiserstadt entwickelte sich rasch und wurde zur neuen Blume, was auf Amharisch Addis Abeba heißt. Man nimmt die unfreiwillige warme Dusche in der Regel sportlich und gelassen, wie hier am Maskal Square. Wer Addis Abeba Richtung Norden verlässt, fährt durch eine hügelige Landschaft auf einer Höhe von etwas über 2000 Metern. Schnell ist der Trubel der Stadt vergessen. Am Wegesrand liegen ursprüngliche Dörfer. Manch eines der runden Häuser, Tukul genannt, ist herrlich bemalt. Auch auf dem Land gehen die Frauen im einheitlichen Weiß zur Kirche und hören der Predigt zu. Die gesungene und von Lautsprechern übertragene Andacht erinnert das ungeübte Ohr ein wenig an den Ruf des islamischen Muezzins. Kinderreichtum und Kinderliebe gehen Hand in Hand.
Überall treibt sich der Nachwuchs herum, ist fröhlich und zu Albernheiten aufgelegt. Die kurzfristige Abwesenheit der Mütter wird genutzt, wie bei allen Kindern der Welt. Nicht nur der Reisende findet Erholung in einem der zahlreichen Cafés am Straßenrand. Auch der Priester gönnt sich nach dem Gottesdienst eine Pause. Tee wird in kleinen Tassen serviert, stark und heiß. Fremde, Ferengi, wie sie hier heißen, sind willkommen und werden zurückhaltend, aber sehr freundlich empfangen. Wer sich an die Höflichkeitsregeln hält, wird überall gern aufgenommen und nach Kräften unterstützt. Nationalgetränk ist allerdings Kaffee. Kein Wunder, ist Äthiopien doch das Ursprungsland des Kaffeestrauches. Wild und halbwild sind seine Früchte eine Spezialität des Landes, worauf die Äthiopier sehr stolz sind. Zu Recht. Das schwarze Gold ist Exportartikel Nummer 1 und bringt Devisen ins Land. Der Erhalt der alten Sorten wird die Zukunft des Landes mitbestimmen. Fortbewegung heißt, weite Strecken zurückzulegen. Äthiopien ist etwa dreimal so groß wie Deutschland. Aber die meisten Straßen sind nicht befestigt oder befinden sich gerade im Bau. Ein ausgetrocknetes Flussbett. Ganz in der Nähe sammeln die Hirten ihre Tiere. Sobald die Kinder laufen können, hüten sie das Vieh. Das gehört zu ihrem Alltag. Weit verstreut liegen die Dörfer über das Land verteilt. Die kleine Regenzeit, normalerweise von März bis Mai, scheint diesmal auszubleiben. Wenn genug Regen fällt, lässt es sich hier jedoch gut leben. Etwa ein Viertel des Landes liegt über 2000 Meter und die Temperaturen sind mild. Die gefürchtete Malaria gibt es nicht. Die Überträgermücken brauchen das tropische Klima tiefer gelegener Regionen. Hier oben sind die Menschen sicher. Dessie. Wellblechgedeckte Häuser schmiegen sich an dem bewaldeten Berg. Von hier sieht alles noch ganz ruhig und friedlich aus. Am Eingang prangt ein Wandgemälde von Kaiser Tewodros II., der sich im 19. Jahrhundert tatkräftig für die Einigung des Reiches eingesetzt hatte, gegen die Fürstentümer und für eine Modernisierung nach europäischem Vorbild. In Dessie gibt es Schulen. Auf dem Land laufen die Kinder oft bis zu 40 Kilometer zum nächsten Klassenzimmer. Die Alphabetisierungsrate der Bevölkerung beträgt nur knapp 60%. Staat und private Organisationen bemühen sich jedoch, Bildungsmöglichkeiten für alle zu schaffen. In einem modernen Ort zu wohnen, heißt teilzuhaben an Handel und Öffentlichkeit, heißt Kontakte zu haben und Geschäfte machen zu können. Das Leben pulsiert. Ende des 19. Jahrhunderts hatte Kaiser Johannes IV. Eine große Lichterscheinung gesichtet. Einen Kometen mit langem Schweif, wie man heute weiß. Dieses beeindruckende Erlebnis veranlasste ihn, eine neue Stadt zu gründen. In Dessie kreuzen sich die Wege von Addis Abeba nach Asmara im Norden und vom Tana-See im Westen durch die Danakil-Wüste zur Hafenstadt Assab am Roten Meer. Die Arbeit der Männer ist immer körperlich und hart. Sie schleppen riesige Mengen von Wacholder- und Eukalyptusholz, meist für den Bau neuer Häuser. Die Frauen legen Wert auf gutes Aussehen und gepflegte Kleidung, mögen sie noch so arm sein.
Am Wochenanfang ist Markttag. So auch in Bati, dem größten Markt der Region. Zu Fuß oder mit Kamelen wird die Ware angeliefert. Oromo-Frauen aus dem Hochland treffen auf Afar-Nomaden aus der Danakil-Senke. Wer noch am gleichen Tag zurück in die Einsamkeit will, muss früh aufbrechen, kann nicht lange palavern. Schwerbeladene Esel harren stoisch aus. Auf dem Ziegenmarkt wird laut gefeilscht. Tomaten und Zwiebeln gegen Salz und Kamele. Geflochtene Körbe, Getreide und Mais wechseln ihren Besitzer. Gern bieten die schönen Frauen handgefertigten Silberschmuck an. Sie tragen ihn selbst und führen ihn vor. Wer es nicht so weit hat, nützt die Zeit für eine Kaffeezeremonie. Hier sitzen die Frauen zum Klatsch beisammen und ein paar Meter weiter unterhalten sich die Männer ganz entspannt über wichtige Dinge. Nicht jeder besitzt einen Esel, so trägt man seine 7 Sachen eben selbst. Zum Abschluss ein Bad und saubere Wäsche. Ein glücklicher Fischfänger. Was für ein schöner Tag. Äthiopiens Berge erreichen eine Höhe von über 4500 Metern. Auf dem 3300 Meter hohen Sinai-Pass warten geschäftstüchtige Kinder aus der Umgebung auf Kundschaft. Hier versuchen sie, fantasievoll gestaltete Hüte an den Mann zu bringen. Der Pass erlaubt einen Blick hinunter in den nördlichsten Teil des ostafrikanischen Grabenbruchs. Die Wiege der Menschheit, sagt die Wissenschaft. Vor etwa 3,5 Millionen Jahren lebte hier der sogenannte Australopithecus afarensis. Vor 2 Millionen Jahren begab sich der vermutliche Urahn des Menschen auf Wanderschaft, um die Erde zu bevölkern. Am Grund des Grabens finden sich aktive und erloschene Vulkane. Schwarze Lava bildet eine krustige Erdoberfläche. 1974 fand hier Donald Johansson das Skelett von Lucy, einer kleinen Südaffenfrau. Sie gilt als mögliches Bindeglied zwischen Affe und Mensch. Die Äthiopier nennen sie Dinknesch, die Wunderbare. Dieser Boden birgt noch viele Geheimnisse. Trockene Savannengebiete stellen den Lebensraum für Oryx-Antilopen, die hier im Awash-Nationalpark grasen. Ein kleiner Schakal macht sich aus dem Staub. Das Warzenschwein hat kaum natürliche Feinde. Bedrohlich sind jedoch große Kuhherden. Nomaden treiben ihr Vieh, wie schon vor Hunderten von Jahren, auf das fruchtbare Land. Das ist auch ihr Gebiet. Die Wildtiere meiden die Nähe der Herden und ziehen sich zurück. So kommt es immer wieder zum Streit zwischen Parkwächtern und Viehhirten. Die Vegetation scheint dornig und dürftig. Beim geringsten Regenschauer jedoch zeigen die trockenen Äste frisches Grün. Hoppla! Eine Pavianfamilie hat das Auto entdeckt.
Begeistert trollen die Tiere heran und holen sich eine kleine Zwischenmahlzeit ab. Viele äthiopische Tierarten sind endemisch, wie der selten gewordene Wolf oder der Simiensteinbock. 9 weitläufige Parks bieten auch für Leoparden, Nashörner und Löwen letzte Rückzugsgebiete. Tief schneidet sich der Fluss ein, der dem Landstrich seinen Namen gab, der Awash. So träge wie das erdsatte Gewässer hier in seinem Bett fließt, so gewaltig entlädt es seine Kraft plötzlich in einem tosenden Wasserfall. Der Awash entspringt im abessinischen Hochgebirge und versickert in der Senke von Danakil. Das Meer erreicht er nicht. Etwa 800 Kilometer nördlich, am Rande der Danakil-Ebene, herrscht Trockenheit. Das bäuerliche Leben ist hart. Kräftige Ochsen ziehen den Pflug, der in dieser Form schon seit über 7000 Jahren zum Einsatz kommt. Kaum verändert, einfach konstruiert und funktionell. Die Bauern säen Hülsen und Ölfrüchte und je nach Gegend Mais und Teff, das kleine heimische Korn, mit dem ganz Äthiopien Injera bäckt, den Fladen, der Grundlage für jede Mahlzeit ist. Die Häuser in der Provinz Tigray werden aus Lehmziegeln und Stein gebaut. Das Geraltagebirge. Ein mächtiges Felsmassiv, dessen Erhebungen sich wie willkürlich hingeworfene Brocken über die weite Fläche verteilen. Ohne einen Führer ist der Einstieg zu einer der berühmtesten Felsenkirchen Nordäthiopiens kaum zu finden. Über Jahrtausende alte Pfade quert diese Reisegruppe von Pineapple Tours schroffe Kanten und steigt durch enge Felsschluchten Meter um Meter in die Höhe. Ein bis zwei Stunden, je nach Kondition, braucht es schon, um den Berg zu erklimmen. Im 4. Jahrhundert christianisierten erstmals die Syrer Frumentius und Edesius die abessinische Bevölkerung. Im 5. Jahrhundert verbreiteten 9 Heilige vom Kaiserreich Aksum aus das Christentum im ganzen Land. Seit dem 8. Jahrhundert wurden über 140 Kirchen in verwinkelten Felsnischen und auf einsamen Tafelbergen erbaut. Der Weg ist anstrengend, die Aussicht überwältigend. Dort drüben an der Felsnadel liegt schon das nächste Kloster. Der Aufstieg ist aber eher etwas für waghalsige Kletterer. Nach einer alten Legende bewegten sich die Mönche mit Hilfe kleiner Wolken von Berg zu Berg und sparten sich so den mühseligen Ab- und Aufstieg. Profaner Mensch und einfaches Tier gehen zu Fuß. Auf dem 2500 Meter hohen Gipfel werden die Besucher von leicht irritierten Zebus empfangen. Das Ziel ist erreicht. Mariam Korkor. Die Basilika ist ganz mit dem Felsen verbunden. Sie ist eine der größten tigraischen Felsenkirchen. Die zarten Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert zeigen Szenen aus der Genesis, Erinnerungen an das alte Paradies, Friede, Verführung und Verletzlichkeit.
Der nackte Fels erwacht zum Leben. Säule für Säule wurde aus dem Fels geschlagen, bis der Grundriss einer an die syrische Architektur erinnernden Basilika erstellt worden war. Die Decke ist mit farbig bemalten, reliefartigen Ornamenten geschmückt. Ein paar Meter weiter Daniel Chorchor mit schlichten Darstellungen des beliebten St. Georgs und anderer Heiliger. Das Alte Testament hat große Bedeutung und viele Traditionen lehnen sich an vorchristliche Bräuche an. So ist der Samstag ebenso wie der Sonntag ein Feiertag und die Essensregeln entstammen altjüdischen Gesetzen. Die Äthiopier und ihre Heiligen. Es gibt über 200 Fasten und Feiertage, nach denen die Christen ihr Leben ausrichten. Allein 31 für die ehrfürchtig geliebte Mutter Maria. Hier verbrachte Daniel seine Zeit. Er schaute hinaus auf sein Land, Tag für Tag. Die letzte Stunde des Tages erstrahlt in warmem Licht. Eine Karamellkarawane kreuzt die Straße. Die Händler nutzen bis heute die uralten Wege von der Danakil-Senke nach Mekele zum Markt. Salz hatten sie geladen. Alles ist verkauft, die Arbeit ist getan. Das Recht, Salz abzubauen, wird innerhalb weniger Clans der Afa-Nomaden weitervererbt. Zu großen Platten verarbeitet, transportieren es die Kamele ins angrenzende Hochland. Wer kein Lasttier hat, kehrt mit einem der großen Busse heim, die relativ regelmäßig kreuz und quer das Land durchfahren. Abends treiben die Bauern ihr Vieh von den Weideplätzen zurück ins Dorf. Die schönen Zebu-Rinder sind nicht nur Nahrungsquelle, sondern auch Statussymbol. Viele Rinder, großer Wohlstand, respektabler Mann. Diese Tradition führt mancherorts zu Überweidung und Bodenerosion. Rinder sind anspruchsvoller als Kamele und Ziegen. An einem Morgen in Aksum. Die Enno-Littmann-Street erinnert an den deutschen Orientalisten,
der 1906 begonnen hatte, Aksum, Zentrum eines spätantiken Reiches, freizulegen. Die Einheimischen gehen davon aus, dass dies der Ort ist, an dem die sagenumwobene Königin Makeba von Saba ihr fürstliches Schwimmbecken hatte errichten lassen. Aber um Saba ranken sich noch viele Legenden mehr und die Wissenschaft streitet sich um deren Wahrheitsgehalt. Kinder und Jugendliche waschen sich hier und füllen die Wasservorräte für ihre Familien an der großen Zisterne auf. Gleich hinter dem steinernen Becken beginnen die berühmten Stelenfelder. Etwa 100 bis 300 nach Christus wurden die Steinsäulen aufgestellt, imposante Grabmonumente für Herrscher und Mitglieder der aksumitischen Elite. Eine der sieben großen Stelen hatte der italienische Diktator Mussolini 1937 konfisziert, nachdem seine Truppen in Äthiopien einmarschiert waren. 2005 gab Rom die Kriegstrophäe in drei einzelnen Teilen zurück. Jetzt stellen die Äthiopier ihren 24 Meter hohen Koloss wieder auf. Die Säulen bestehen aus granitähnlichem Trachyt und stammen aus Vuhate Golo, einem Steinbruch wenige Kilometer westlich, vermutlich mit Hilfe von unzähligen Elefanten nach Aksum transportiert. Diese 520 Tonnen schwere Stele mit knapp 34 Metern Länge, der größte Monolith der Welt, stürzte um und zerbrach. Der Legende nach war dieses erschütternde Ereignis für König Ezana Anlass, dem Vielgötterglauben abzuschwören und den Glauben an den einen wahren Gott der Christen anzunehmen. Aksum war das bedeutendste Reich zwischen Rom und Indien. Alle Machthaber profitierten voneinander. Über Aksum deckte Rom seinen Bedarf an Elfenbein, Gold und Sklaven. Aksum wiederum kaufte Juwelen und Metall. Die aksumitische Kultur ließ sich durch viele Stilelemente der blühenden jemenitischen Baukunst inspirieren. Vom Handel mit Rom und Griechenland angeregt, gaben aksumitische Könige um 270 nach Christus die ersten Münzen heraus. Äthiopien war eines der ersten afrikanischen Länder mit eigener Münzprägung. In einem schlichten Museum hinter dem Park steht das Modell eines Palastes, wie ihn Königin Saba im 10. Jahrhundert vor Christus erbaut haben mag. Typisch für die aksumitische Architektur sind die hervorstehenden Affenkopfhölzer an den Fenstern und die Nachbildungen von wilden Tieren, besonders des äußerst beliebten Löwen, hier als Wasserspeier. Verzierte Trinkbehälter aus Glas und Schmuckgegenstände sind in einfachen Vitrinen ausgestellt. Südarabische Einwanderer hatten um 500 vor Christus in das bisher ausschließlich von Kuschiten bewohnte Land ihre Schrift mitgebracht. Sabäisch, geschrieben von rechts nach links. Das sich daraus entwickelnde Ge'ez wird heute noch von Priestern gesprochen. In Ge'ez werden auch weiterhin sakrale Werke verfasst. Viele Könige und Kaiser haben ihre Spuren in Aksum hinterlassen. Die erste heilige Kirche, St. Maria von Zion, hat König Ezana im 4. Jahrhundert gebaut. Sie wurde bis heute mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Diesen modernen, raumgreifenden Rundbau spendierte 1965 Kaiser Haile Selassie.
Das Gotteshaus ist groß genug, um allen Gläubigen im Inneren Platz zu gewähren, was ungewöhnlich in Äthiopien ist. St. Maria von Zion ist die bedeutendste Kirche überhaupt. Nicht nur, weil sich das Christentum von hier aus über das Land ausgebreitet hat, sondern weil hier einige für viele Äthiopier identitätsstiftende Legenden ihren Ursprung haben. Über 1000 Jahre alte, handgeschriebene Bücher mit vielfarbigen Malereien erzählen davon. Nach der Zeit der Darstellung auf blankem Fels nutzten die Künstler erstmals Tuch als Untergrund. Auf Rahmen gezogen, stellten sie ihre Werke sodann in den Kirchen auf. Kaiserkrönungen und Heiligenverehrung sind klassische Motive. Der Raub der Bundeslade durch Menelik I., Sohn Königin Sabas und des jüdischen Königs Salomon, gilt als Gründungsmythos der salomonischen Kaiserdynastie. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das Allerheiligste der äthiopischen Christen, der offizielle Aufbewahrungsort der entführten Bundeslade. In der schlichten Kathedrale aus dem 17. Jahrhundert bewacht ein Mönch Zeit seines Lebens die geschichtsträchtige Truhe, in der angeblich die Originale der Gebotstafeln Moses verborgen sind. Kleine Windhosen fegen über das Land. Einen halben Kilometer nördlich der Stadt finden sich weitere Zeugnisse axumitischen Kaiserkultes. Die Grabmäler von Kaleb und seinem Sohn Maskal, den letzten Königen des Großen Reiches. Viele Kulturstätten werden von den äthiopischen Behörden überdacht und so vor Wettereinflüssen geschützt. Die kühlen Grüfte stammen aus dem 6. Jahrhundert, als man keine Stelen mehr über den Gräbern errichtete. Dafür hatte sich das christliche Kreuz als Zeichen der Bekennung durchgesetzt. Über die Jahrhunderte nach den letzten axumitischen Regenten ist wenig überliefert. Unter anderem, weil die Münzprägung im 7. Jahrhundert eingestellt wurde. Im Westen der Stadt liegt der Palast von Dongur. Um Form und Architektur besser sichtbar zu machen, baute man Teile der Mauer nach und schuf so das anschauliche Modell einer alten Palastanlage. Die Funde wurden damals auf das 7. Jahrhundert datiert, also in die spätaxumitische Zeit. Schon immer war sich die ansässige Bevölkerung sicher, dass hier der ursprüngliche Palast ihrer Königin Makeba von Saba gestanden haben muss. Tatsächlich fanden im Mai 2008 Forscher der Universität Hamburg unter den Resten noch ältere Mauern, und zwar aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Die Forscher nehmen an, dass Menelik I., Sabas und Salomons Sohn, hier die geraubte Bundeslade versteckte, bis sie später nach Axum überführt wurde. Bewahrheitet sich die Vermutung, wäre endgültig geklärt, wie das Judentum nach Äthiopien kam. Ein letzter Blick zurück in die antike Kultur. Am Wegesrand steht ein kleines, unauffälliges Häuschen mit einer einzelnen Stele aus der Zeit König Esanas. In drei Schriften, Sabäisch, Gees und Altgriechisch, ließ Esana von Kriegserfolgen und seinem neuen Glauben an den christlichen Gott berichten. Über 1600 Jahre ist dieses simple Zeitzeugnis alt und mutet doch eigenartig futuristisch an. Die kahlen Berge werden immer wieder von Flusstälern durchschnitten.
3000 Meter über dem Meer. Die Ebene ist karg und abweisend. Dennoch leben hier mit dicken Baumwolltüchern vermummte Menschen im ewigen Wind. Die Schotterpiste, von Chinesen angelegt, ist die einzige holprige Lebensader dieser Gegend. Niemand würde hier mit einem normalen Auto fahren. Manch Laster bleibt liegen und auch der geübte Fahrer ist froh, wenn dieser Teil der Tour vorüber ist. In den Dörfern haben die lauten Lasttiere der Moderne wenigstens Wellblech für die maroden Dächer der viereckigen Lehmbauten zurückgelassen. Noch an den unzugänglichsten Stellen schaffen es die Bauern, Gemüse anzubauen. Wie schon seit Jahrtausenden legen sie kleine Terrassen an. Über 75% der Bevölkerung Äthiopiens lebt von extensiver Landwirtschaft. Viele Bauern produzieren ausschließlich für sich selbst. Oft sind die Entfernungen zum nächsten Markt zu groß, um ihre Waren anzubieten. Ziegen liefern Milch und Fleisch. Der Besitz eines Pferdes ist etwas Besonderes. Auch wenn es, wie der Esel, Last- und Reittier ist. In den Kochtopf kommen beide nicht. Ihr Fleisch ist tabu. Es ist Abend, Zeit, nach Hause zu gehen. Lalibela, ein kleiner Ort in der ehemaligen Provinz Wollo, liegt etwa 2500 Meter über dem Meeresspiegel. In der einstigen Ferienresidenz von Kaiser Haile Selassie werden viele neue Häuser gebaut. Kinder sind offensichtlich große Technikliebhaber. Radio und Handy sind bestens bekannt. Da Lalibela ein Touristenanziehungspunkt ist, gibt es mit einem Ferengi, einem Weißen, kaum Berührungsängste. Über 40% der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre. Bei den Älteren liegt die AIDS-Rate erschreckend hoch. Die unübersehbare Aufklärung zum Thema Verhütung soll Geburtenkontrolle ermöglichen und Kinder davor schützen, Waisen zu werden. Hunderte von Menschen strömen aus allen Richtungen zusammen, um ihre Trauer über den frühen Tod eines jungen Soldaten zu bezeugen. Er ist nicht im Kampf gestorben, sondern an einer Krankheit. Offen wird über AIDS nicht gesprochen. Verwandte sind aus entfernten Regionen gekommen. Die Männer tragen ihr bestes Gewand und aufpolierte Waffen. Gewehre und Stöcke gelten als wichtige Statussymbole des äthiopischen Familienoberhauptes. Der Singsang der Klageweiber und Männer durchdringt die Luft. Sie verabschieden sich so von dem Toten. Die Angehörigen und ihre engagierten Trauergäste bieten sich einen Wettstreit der Tränen. Weinen in der Öffentlichkeit gilt in Äthiopien sonst als unschicklich. Beerdigungen haben so eine befreiende Wirkung für den aufgestauten Kummer des täglichen Lebens. Eine Beerdigung ist ein großes Ereignis, bei dem der Leichenschmaus nicht fehlen darf. Für jeden ist etwas Injera da, mit scharfer Soße, Fleisch und Gemüse.
Oft erst nach Tagen löst sich die Gesellschaft auf und die Menschen gehen auf anstrengenden Fußmärschen zurück in ihre Dörfer. Neakuto Leab. Tief duckt sich die Kirche unter einen überhängenden Felsen. Gläubige und Pilger kommen von weit her, um sich vom Priester mit heiligem Weihwasser segnen zu lassen. In der Höhle tropft das Wasser stetig von der Decke und wird in runden Steintrögen aufgefangen. Die kuschitische Sagwe-Dynastie übernahm im 10. Jahrhundert die Herrschaft von den Aksumitern und verlegte den neuen Königssitz nach Lalibela, das damals noch Roha hieß. Die Geschichte von König Neakuto Leab, der vor etwa 800 Jahren über das Land regierte, ist neben der Kreuzigung Jesu auf bunten Wandgemälden abgebildet. Diese geräumige Grotte hat vermutlich schon vor dem Kirchenbau als Rückzugsort für Einsiedler und Mönche gedient. Der prächtig gewandete Priester zeigt auf Anfrage und gegen eine kleine Spende gern die teilweise sehr alten Kirchengegenstände vor, die er offen und in großen Holzschränken aufbewahrt. Weihrauch. In runden, geflochtenen Körben werden die Harzkrumen aufbewahrt, die entzündet den Gottesdiensten mystische Verklärung verleihen. Das typische Kreuz von Lalibela ziert jede Kirche. Das heißt Sistrum. Sistrum. Sistrum, wahrscheinlich ist es von alten ägyptischen Namen. Sistrum, das ist typisch in Ägypten. Und das ist alte und neue Testament-Symbol. Und auch ein Sanaseel, eine koptische Form des ägyptischen Sistrums, wird für die äthiopisch-orthodoxe Liturgie verwendet. Das ist symbolisch. Die fünf Nägel. Jeder hat seinen eigenen Namen. Sador, Alador, Danat, Adera Rodas. Wunder von Heilig Maria. Die handgeschriebenen Bücher sind in Gees, eine Art Hochamharisch, das meist nur noch Priester und ihre Diakone sprechen. Gut, wenn ein deutschsprachiger Guide die niedergeschriebene Legende von Marias Geburt zu übersetzen weiß. Seine Frau Anna hat im Bau einen Stock gesehen. Dann dieser Stock war mit Pflanzen, mit Blumen gesehen. Das war der Stock von ihrem Mann Joachim. Er auch hat einen anderen Traum gesehen. Dann sie haben miteinander über diese Träume gesprochen. Dann, sie haben später, Gott hat ein Kind, hieß Maria, geboren oder gegeben. Die Negarit, die große äthiopische Trommel, war ein Machtsymbol der Herrscher und durfte ursprünglich nur vom König selbst gespielt werden. Dieses Prachtexemplar stammt aus dem Besitz König Neakuto Leabs und dürfte somit etwa 800 Jahre alt sein. Diakone, Kirchenlehrlinge, sind für die Pflege der Grotte und natürlich den Gesang zuständig, der fast immer und überall in den Felsenkirchen zu hören ist. Mehr oder weniger ernsthaft,
sind die jungen Männer bei der Sache. Während sich andere Kollegen auf dem Holzmarkt herumtreiben. Der Ort selbst wirkt ein wenig verschlafen. Oder besser, frei von europäischer Hektik. Nur wenige Meter unterhalb von Lalibela steht ein unauffälliges Steinkreuz in einem ausgetrockneten Flussbett. Hier soll Jesus getauft worden sein. Gleich dahinter erheben sich nüchterne Stahlpfeiler, deren Abdeckung die weltberühmten Kirchen von Lalibela vor Regen und Sonne schützen. Die architektonischen Meisterwerke sind den äthiopischen Christen als Wallfahrtsort ebenso wichtig wie den Muslimen ihr heiliger Ort Mekka. 11 monumentale Kirchen haben ihr Namensgeber, König Lalibela, und seine Nachfolger über einen Zeitraum von etwa 100 Jahren in den roten Tuff schlagen lassen. Diese Kirchen sind so einzigartig auf der Erde, dass die UNESCO sie zum Weltkulturerbe ernannt hat. Es wird viel zu ihrer Erhaltung getan. Offene Türen laden zum Eintreten ein. Die mächtigen Felsbauten nehmen den Besucher mit auf eine Zeitreise ins äthiopische Mittelalter. Die Bete Medane Alem, die riesige Erlöserkirche. Dunkel ist sie und erhaben schön. Angenehme Kühle, jahrhundertealte Olivenholztüren. Labyrinthartige Höhlengänge verbinden die Kirchen. Das Äußere von Bete Mariam ist sehr schlicht gehalten. Von der königlichen Loge ist der monumentale Eingang zu sehen. Im Inneren verzieren griechische Kreuze, üppige Malereien und Ornamente die Decke. Der Legende nach beauftragte Gott persönlich König Lalibela in einem Traum, ein zweites afrikanisches Jerusalem zu errichten. Ebenso wird erzählt, dass alle Kirchen in dessen 40-jähriger Regierungszeit erbaut wurden. Gott habe den Baumeistern Engel zur Hilfe geschickt, dass sie doppelt so schnell ihre schwere Arbeit verrichten konnten. Heute vermutet man einen Zusammenhang mit dem Ende der christlichen Kreuzzüge. Da der Muslim Saladin im 12. Jahrhundert Jerusalem zurückerobert hatte, wurde die Pilgerfahrt ins Heilige Land erschwert. Möglicherweise fühlten sich die äthiopischen Könige berufen, ein Äquivalent auf afrikanischem Boden zu schaffen. Orientalische Spitzbögen,
oder auch das ägyptische Kreuz bilden unterschiedliche Formen. Schuhe werden vor dem Betreten der Kirche ausgezogen. Eine Vorschrift aus der altjüdischen Tradition. Oft ist das griechische Kreuz als Fensterunterteilung zu sehen, ebenso die indische Swastika. Die St. Georgskirche. Sie wurde etwas abseits von den anderen Kirchengruppen 12 Meter tief in den Fels geschlagen. König Lalibela muss einen anregenden Schlaf gehabt haben. Denn die Legende berichtet, dass ihm auch der heilige Georg im Traum erschienen sei. Bitter habe er sich beklagt, dass man ihn beim Kirchenbau übergangen habe. Prompt ließ der König eine besonders schöne und ausgewogene Kirche für den fordernden Heiligen errichten. Eine Wallfahrt bringt Gesundheit im Diesseits und Erlösung im Jenseits. Einmal im Leben sollte jeder äthiopische Christ den oftmals beschwerlichen Weg zu einem der segnenden Priester gefunden haben. Der Glaube gibt Halt in einer lebensfeindlichen Umgebung. Er schweißt die Menschen als Gemeinschaft zusammen und spendet dem Einzelnen Trost. Die zweite Gruppe der Kirchen ist von einem großen Graben eingefasst. In kleinen Höhlen leben heute noch Einsiedler und zurückgezogene Mönche. Über eine gemauerte Brücke ist Bete Gabriel zu erreichen. 18 Meter tief ist der Hof, den sie überspannt. Dieser Bau wurde vermutlich ursprünglich als Teil des Sagwe-Herrscherpalastes errichtet und erst später zur Kirche umfunktioniert. Auch hier heißt es, Schuhe ausziehen. Ein Wächter achtet darauf, dass nichts wegkommt. Das Gotteshaus ist vollkommen im Felsen versenkt. Hinter dem dunklen Vorhang verbirgt sich das Allerheiligste. Kopien der Gesetzestafeln von Moses, Tabot genannt. Jede Kirche besitzt diese Kopien, um sie an speziellen Festtagen durch Dorf oder Stadt zu tragen. In Äthiopien geht die Zeit anders. In Anlehnung an den julianischen Kalender um 6 Stunden verschoben. Wieder Höhlengänge und zahlreiche Stufen. Wer einen etwa 7 Meter langen, stockfinsteren Tunnel betritt und nach tastendem Schritt lebend wieder verlässt, dem sind all seine Sünden vergeben, sagt man. Die ganz profane, aber für das hier und heute bedeutsame Seite des Weltkulturerbes, wachsender Tourismus und somit Arbeit für die örtliche Bevölkerung. Der Erhalt der einmaligen Bauten ist den Äthiopiern aus vielen Gründen wichtig. Und so stehen die Chancen gut, dass Lalibela immer mehr Reisende aus der ganzen Welt anzieht. Entspannung. Ein unbedingtes Muss ist die Teilnahme an einer Kaffeezeremonie. Die Sträucher der roten Frucht werden vielerorts wild abgeerntet, aber auch im Garten hinter dem Haus angebaut. Selbstgemachtes Popcorn wird gereicht.
Die grünen Kerne der Kaffeekirsche werden nur getrocknet. Das Rösten findet direkt vor dem Genuss des herbduftenden Getränkes statt. Frischer geht es nun wirklich nicht. In einem hölzernen Mörser zerstampft die Gastgeberin die gerösteten Bohnen, bis ein feines Pulver entstanden ist. Nach einer Legende hatten abessinische Hirten der Provinz Kaffa beobachtet, dass ein paar Ziegen von einem Strauch mit roten Früchten gefressen hatten. Diese Tiere wurden außergewöhnlich munter und tobten herum bis in die Nacht. Ein Mönch probierte daraufhin diese Früchte und stellte eine belebende Wirkung fest. Andere Mönche des nahegelegenen Klosters bereiteten schließlich einen Aufguss aus den Früchten und fanden so einen Trank, mit dessen Hilfe sie bis spät in die Nacht beten und miteinander reden konnten. Weiter heißt es, einer der Hirten habe die ungenießbaren Früchte ins Feuer gespuckt und die aromatischen Düfte haben ihn so auf die Idee des Kaffeeröstens gebracht. Ja, das machen Männer auch? Oder machen Männer Kaffee oder machen immer die Frauen? Nein, beides. Zusammen. Ja? Manchmal die Männer sind. Der Sud wird dreimal aufgekocht. Dann wird er in kleine Tassen verteilt und sehr heiß getrunken. Das Dach Afrikas. Ein Beiname Äthiopiens aufgrund seiner überwiegenden Hochlage. Das Land hat mit 77 Millionen die zweitgrößte Einwohnerzahl Afrikas. Kaum zu glauben, dass hier so viele Menschen leben. Aber die Hälfte der Äthiopier siedelt über 35 Kilometer nicht nur von der nächsten Stadt entfernt, sondern von der nächsten Straße. Abholzung und Brandrodung haben den Boden erodieren lassen. So reißen die Wassermassen der nächsten Regenzeit fruchtbaren Humus mit in die Tiefe und zerstören unbefestigte Pisten und Wege. Wie schon seit Jahrhunderten sind als Folge viele Menschen von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Ein kleines Dorf am Wegesrand. Ababa, die Frau des Chiefs, weiß noch nicht so recht, was sie mit den neugierigen Besuchern anfangen soll. Gegen ein paar Birr, der Landeswährung, gewährt sie einen Einblick in ihren Alltag. Gleich neben dem Haus aus Holz, Lehm und Stroh hat das Kälbchen einen Schattenplatz. Mensch und Tier leben in den fensterlosen Lehmhütten eng zusammen. Der Rauch der Kochstellen vertreibt Ungeziefer und Mücken. Ababa bäckt Injera. Sie gießt den gegorenen Brei aus Teffmehl auf eine erhitzte Eisenplatte. Teff wächst nur in Äthiopien. Wer in Deutschland Injera isst, bekommt in der Regel einen Fladen aus Weizenmehl vorgesetzt. Das Original gibt es nur hier. Es dauert keine 3 Minuten, bis das säuerlich duftende Injera fertig ist.
Eine einfache, nahrhafte Grundlage für Fleisch und Gemüse. Eben alles, was gerade vorhanden ist. Schade, dass die Besucher aus dem fernen Europa keine Zeit haben, mit Ababa zusammen zu essen. Typisch. Sie wollen heute noch nach Mekele, in die nördlich gelegene Provinz Tigray. Der schmale Jordan trennt Amhara von Tigray. Die Tigray, die Bewohner der Region, stammen von ehemals eingewanderten Südarabern und einheimischen Kuschiten ab. Mit den Oromo und den Amharen gehören sie zu den großen Volksgruppen Äthiopiens. Kleine Meerkatzen turnen in den verzweigten Wipfeln herum. Die Bale-Grünmeerkatze ist wie viele andere Tierarten endemisch, kommt also nur hier vor. In den Vertiefungen des ostafrikanischen Grabenbruchs haben sich große Seen gebildet, die das ganze Jahr mit Wasser gefüllt sind. Ein Segen für Mensch und Tier und wichtige Voraussetzung für eine sesshafte Besiedlung. Das Vieh findet reichlich Wasser. Ein Bild wie in der nordamerikanischen Prärie, als dort noch zigtausende von Büffeln grasten. Die nächste Station ist Mekele, etwa 500 Kilometer nördlich von Addis Abeba. Nicht weit von hier bei Adua wurden 1896 die Italiener, die sich Äthiopien als Kolonie einverleiben wollten, vernichtend geschlagen. Ein modernes Denkmal erinnert an die Befreiungsschlacht. Gleich in der Nähe das älteste islamische Gotteshaus des Landes, die Negash-Moschee. Sie ist für die Moslems der Umgebung und islamische Pilger ein wichtiger Treffpunkt. Die Geschichte besagt, dass der gläubige Negash vom Propheten Mohammed persönlich einen Brief bekommen habe, in dem er aufgefordert wurde, in Abessinien den Islam einzuführen. Wie durch ein Wunder existiert der Brief auch heute noch und wird auf Bitten von den örtlichen Geistlichen verlesen. Negash selbst hat seine letzte Ruhestätte in der Moschee gefunden. Nebenan ein modernes Gebäude, in das Muslime, die etwa 40% der äthiopischen Gläubigen stellen, zum Beten kommen. Über viele Jahrhunderte lebten die monotheistischen Glaubensrichtungen friedlich neben und miteinander. Erst in den letzten Jahren kam es zu Radikalisierungen, an denen aber keiner der religiösen Führer Interesse hat und die Bevölkerung am allerwenigsten. Weiter geht es durch die Hochebene mit ihren kleinen exponierten Felsenkirchen auf einsamen Gipfeln und Graten. Die
Die gewaltigen tektonischen Kräfte reißen noch immer die Erdkruste auseinander, so lange, bis sich Afrika und Arabien endgültig voneinander getrennt haben. Dieses Gebiet gehört zu den geologisch aktivsten der Erde und ist ständiger Veränderung unterworfen. Debre Damo. Im wüstenhaften Geralta-Gebiet zogen sich einige Mönche in ein Kloster auf einem etwa 2200 Meter hohen Tafelberg zurück. Frauen war und ist der Zutritt verwehrt. Aber auch für Männer ist der Besuch eine Prüfung. Etwa 18 Meter in einer Senkrechten geht es dem heiligen Ort in luftiger Höhe entgegen. Als einzige Sicherheit dient ein Seil aus Ziegenleder. Mensch und Tier werden daran heraufgezogen. Dort oben leben nur männliche Tiere. Die Mönche sind konsequent. Nur einem einzigen türkischen Kriegsherrn soll es im 16. Jahrhundert gelungen sein, den Berg zu erobern und die Wohnstätten der Mönche niederzubrennen. Bis auf diesen Zwischenfall blieben Menschen und Bauwerke von Übergriffen jeglicher Art verschont. Geschafft. Der Legende nach hat der Aksumiter Gebre Maskal im 6. Jahrhundert nach Christus das erste Kloster auf dem abgeschotteten Plateau errichten lassen. Nachgewiesen sind Mauerreste aus dem 8. Jahrhundert. Junge Diakone werden auf die Einsamkeit vorbereitet. Sie lernen Gehes und Gelassenheit. Der Blick in die Weite führt nach Eritrea, dem verfeindeten Nachbarland, das einst Teil von Abessinien war. Nach einem Krieg, der zur Abtrennung Eritreas führte, leidet die Bevölkerung weiter an den Folgen. Die Regierungen können sich nicht über Grenzverlauf und Wegerechte einigen. Manch heiliges Kleinod im Grenzland ist schwer zu finden. Kein Schild weist den Weg. Der Reisende muss sich durchfragen oder braucht einen kundigen Führer, der die richtige Abzweigung kennt. Vukotcherkos. Ein Meisterwerk der Felsarchitektur und eine der ältesten Kirchen Äthiopiens. Einer Basilika gleich wird der Raum durch dicke Säulen aufgeteilt. Im Altarbereich, wie überall, das verborgene Tabot. Die kopierten Gebotstafeln sind gut verstaut, unsichtbar für den Fremden. Die steinerne Vorhalle. Weit oben sind Reste der Darstellung des heiligen Cherkos zu erkennen, der zusammen mit seiner Mutter Julietta den Feuertod starb. Die ganze Kirche ist geschmückt mit frühchristlicher Kunst, von einfacher Schönheit. Drei ernste Gesichter standen einst für die göttliche Dreieinigkeit. Heute bewachen drei heitere Priester das Gotteshaus.
Um in den nordwestlichen Teil des Landes zu gelangen, geht es vorbei am Simiengebirge mit dem höchsten Berg des Landes, dem über 4600 Meter hohen Ras Deschen. Das Gebirge ist unpassierbar und so gilt es, einen großen Bogen zu machen, eine lange Tagesreise. Am nächsten Morgen lassen sich die imposanten Berge von der anderen Seite betrachten. Wasser. Endlich regnet es, so wie es die kleine Regenzeit von März bis Mai verspricht. Mensch und Tier zieht es an den mächtigen äthiopischen Zufluss des Nils, den Blauen Nil. Er entspringt im äthiopischen Hochland, etwa 90 Kilometer nördlich dieses gewaltigen Wasserfalls, des Is-Izat, was so viel wie rauchendes Wasser bedeutet. Der mächtige Strom führt viel fruchtbare Erde mit sich, bis man die eigentlichen Quellen des Nils Ende des 19. Jahrhunderts in Ruanda und Burundi entdeckte, galt der Blaue Nil als die Urquelle des längsten Flusses der Erde. Seine tosenden Wassermassen ergießen sich in den Tana-See, das größte Wasserreservoir des Landes. Kleine Fischerboote queren und nehmen gern Gäste mit auf eine der etwa 30 Inseln. Auch hier das Wahrzeichen des Landes, der Löwe von Juda. Der Tana-See ist mit knapp 1800 Metern über dem Meeresspiegel der höchstgelegene See Afrikas. Auf 20 der Inseln finden sich historische Klöster. Die ältesten aus dem 14. Jahrhundert. Noch heute leben Einsiedler und Mönche im tropischen Inselwald. Nicht selten werden Besucher von einer Schar neugieriger Pelikane empfangen. Das Gewässer ist reich an Fischen und so bleibt für die Tiere immer etwas übrig. Das Leben ist vom See geprägt. Hier wäscht man sich, holt Wasser und wartet auf die wenigen Touristen, die ein paar handgemachte Souvenirs kaufen. Die kleinen Rundkirchen waren nicht nur spirituelle Orte, sondern bis ins 17. Jahrhundert hinein auch Zufluchtsstätten für Kaiser, Könige und Kirchenoberste. Papyrus gedieh einst bis hinunter ins Nildelta. Heute ist der Bewuchs stark zurückgegangen, nicht am Tana-See. Wer mutig ist, kann mit dem traditionellen Boot in See stechen. Oder soll es doch das Riedboot in Kleinformat als Mitbringsel für die Verwandtschaft zu Hause sein? Die letzte Station der Reise ist Harar, etwas über 300 Kilometer östlich von Addis Abeba. Die Nähe zum Orient ist spürbar. Harar ist eine alte islamische Pilgerstadt. Eines der fünf Tore führt mitten in das Herz der Stadt. Einen lauten Straßenmarkt. Afa-Frauen bieten ihre Waren feil. Tomaten bei einem Tässchen Kaffee. Harar war schon immer eine wichtige Handelsmetropole am Horn von Afrika. Früher wurden Sklaven und Elfenbein gegen Stoff und Kleidung getauscht. Heute geht es um Speiseöl und Gemüse. Knoblauch, Zwerghirse und Zwiebel. Handarbeit. Getreide und Hülsenfrüchte werden gesäubert. Das angelieferte Korn wird von Spelzen befreit. Eine mühselige Arbeit.
Maschinenarbeit ist Männerarbeit. Weißer Teff und roter Teff. Die Preise wechseln täglich. Mittags ist es ruhig im Vorderteil des kleinen Betriebes. Das Getreide ist aus einheimischem Anbau. Das gilt für Mais und Gerste ebenso wie für Weizen und Sorghum. Eine klare, unverschnörkelte Architektur zeichnet die Altstadt von Hara, der weißen Stadt, aus. Es lohnt sich, den Blick in einen Innenhof zu werfen. Farbenfrohe orientalische Ornamente an den Hauswänden. Der arabische Einfluss ist unüberhörbar und unübersehbar. Ich met bei Harari people after before 60 years Chinese coming and look at that black. Ursprünglich benutzte die Hausherrin schwarze Eisenschüsseln zum Kochen und als Wandschmuck. Heute hat die günstigere bunte China-Ware Einzug gehalten. Nach einer rauschenden Hochzeit werden die Abdeckschalen für Esswaren einfach im Haus aufgehängt. Harar bei Nacht. Die Zeit der Hyänen. Abend für Abend schleichen halbzahme Hyänen durch die Finsternis vor den Mauern der Stadt. In freier Wildbahn lassen sie den Menschen niemals so nah an sich heran wie hier. Hyänen sind scheu, vorsichtig und unbeliebt. Außer in Hara. Denn nachts sorgen sie für die Müllentsorgung. Die Raubtiere kriechen durch kleine Mauerdurchbrüche und suchen die vielen Sträßchen und Gassen nach Essensresten ab. Sogenannte Hyänenmänner locken sie zu einem Futterplatz mit einer Extraportion Fleisch. Diese Tradition ist einmalig auf der Welt. Die Hyänenmänner lieben ihre Tiere und kümmern sich um sie. Harar ist auch der Geburtsort von Kaiser Haile Selassie. Der Weg zu Karl-Heinz Böhms Projekt Menschen für Menschen führt am Reiterdenkmal von Ras Makonnen, Selassies Vater, vorbei. An der Straße Richtung Dire Dawa liegt das Agrotechnische Trainingscollege von Menschen für Menschen. Neue Medien erleichtern die Wissensvermittlung. Es stehen Räume und reichlich Unterrichtsmaterial zur Verfügung. In Äthiopien weiß man das zu schätzen. This is electrical department. We have 88 students in our department taking the degree program BSc in applied technology in electrical and electronics. Die Studenten lernen, elektrotechnische Probleme zu lösen und die Nutzung und Programmierung von Computer, Hard- und Software. Aufgenommen werden vor allem Bewerber aus sehr armen Familien. Die Aufgabenstellung der Ausbildung orientiert sich daran, was im Land gebraucht wird. So finden fast alle Absolventen eine Arbeit. Sie bekommen Jobs in der wachsenden Luftfahrtindustrie, aber auch beim Bau von Staudämmen und Bewässerungsanlagen.
Besonders wichtig ist die Abteilung für Metallverarbeitung. Arbeitsplätze gibt es später in der Entwicklung von Brunnenbau- und Getreidemühlentechnik, als Automechaniker oder Maschinenbauer. Die Arbeitsgeräte werden meist von deutschen Firmen gespendet. Der Lehrplan läuft nach deutschen Vorgaben ab. Einige Studentinnen und Studenten bleiben als Ausbilder im Zentrum und geben ihr erworbenes Wissen weiter. Menschen für Menschen engagiert sich auch außerhalb des Trainingscolleges. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Organisation beim Bau von Schulen für Kinder und Netzwerken für die Erwachsenenbildung. Ohne Schulbildung sind vor allem Mädchen dem ewigen Kreislauf von Arbeit und Hunger ausgesetzt. Früh verheiratet ist ihr Leben vorbestimmt. Finanzielle Unabhängigkeit ist kaum möglich. Hier haben alle die gleiche Chance, respektieren sich und lernen, sich selbst und ihr Land nach vorn zu bringen. Wie ein äthiopisch-deutsches Museumsdorf liegt die Agrarabteilung am Rande des Geländes. In einem Stall, der gerade gebaut wird, stehen weiße Zebus neben Holsteiner Fleckvieh. Die Bibliothek ist Ort der Wissensvermittlung und des Austausches. Menschen für Menschen gehört zu den gelungenen Projekten, in denen sinnvolle gegenseitige Unterstützung zu eigenständiger Weiterentwicklung führt. Äthiopien ist voller Überraschungen. Trotz der nur teilweise ausgebauten Infrastruktur sind die aufregendsten Gegenden des ostafrikanischen Staates mit Bussen oder Jeeps gut zu erreichen. Hinter jeder Bergkette verbergen sich gänzlich neue Landschaftsformen. Sowohl die fortdauernde Kontinentaldrift als auch die jahrtausendelange Bearbeitung durch den Menschen haben das Landschaftsbild geprägt. Die atemberaubende Schönheit des blauen Nils. Obwohl auch der Islam die Geschicke des Landes beeinflusst hat, ist die christlich-orthodoxe Kirche bis heute allgegenwärtig. Seit dem 4. Jahrhundert gibt es schriftliche Belege für die Übernahme des monophysitischen Glaubens. Äthiopien wurde niemals kolonialisiert oder zwangsmissioniert. Der Kirchenbau hat einzigartige architektonische Meisterwerke hervorgebracht. Kaum ein Land der Erde hat derartig viele und unterschiedliche Höhlen und Felsenkirchen vorzuweisen, wie dieses wenig beachtete kulturelle Kleinod am Horn von Afrika. Die Zeugnisse archaischen Lebens, die die Paläoanthropologen hier zutage fördern, reichen zurück bis zu den Ursprüngen der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Spuren. Die raue Schönheit der Landschaft, das karge Leben der Bauern und die zurückhaltende Freundlichkeit stolzer Männer und Frauen.
Thank you.